Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut in 100 Tagen 100 Beats. Das ist die Challenge und wir fangen an mit Beat Nummer 1. Let's go. Bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Jetzt aber ab in Logic. Geil, ja, ist natürlich, wenn erstmal direkt Logic abstürzt. Nicht so. Bombe, okay. Zack, also erstmal irgendwie eine kurze Melodie. Wir alle lieben Q, weil. Also als erstes habe ich mir hier bei Analog Lab so ein Preset rausgesucht, Beauty Harp, und habe mir hier so einen kleinen Melodie-Loop gebaut. Als nächstes will ich ein paar Hi-Hats. Vielleicht weil hier Luna nebenbei läuft, weil ich hier nämlich noch gleich mit Luna aufnehme, habe ich hier so ein bisschen harte Latenzen, glaube ich. Aber egal. Ja, also erste Hi-Hat. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Hi-Hat. Die packe ich hier in die Pattern Roll. Und mach so eine Two-Step-Hi-Hat erstmal. Mal gucken, wie ich das denn finde.
Okay, haben wir zwei Heads, eine 808 und so eine Melodie hier. Ich glaube, da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber erstmal hätte ich gerne noch eine Clap oder vielleicht eine Snare oder vielleicht beides. Wer weiß. Ah, diese Latenz ist hart, aber wenn ich hier den anmache, habe ich Angst, dass mir Luna. Also hier könnte man ja Low Latency Modus anmachen, aber ich habe Angst, dass dann hier Luna und so nicht mehr läuft. Wenn es hier so ab und zu hoch geht, die Melodie, liegt es daran, dass ich hier auf dem Minilab immer auf dieses Wheel hier drauf komme. Und bei RT20 mache ich hier Noise meistens nicht an, weil wenn ich wirklich so ein Rauschen noch haben will, dann ja, mache ich einfach eine extra Spur mit Rauschen. Das finde ich immer besser und habe ich das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle dann auch darüber. Und ich muss auch wirklich jedes Mal daran denken, hier so einen Pegel irgendwie zu setzen, der vernünftig ist, sonst wird einfach alles irgendwann unnatürlich laut. Und ich mag, habe ich jetzt in letzter Zeit für mich öfter entdeckt, den, na, Alpha Master, der hat hier nämlich so eine Softclip-Funktion und das auf der 808 finde ich immer geil. Und gleich ein bisschen komprimieren noch. Liebe ich. Einmal eine Halftime-Version und einmal eine ohne Halftime. Thank you.
Und natürlich brauchen wir auch noch eine Kick, die habe ich irgendwie noch nicht drin. Und da, ups, greife ich zurück auf den Klassiker. Hier, Shoutout. Finde ich immer geil. Jetzt ist die Melodie wirklich noch sehr, sehr simpel. Ich habe das Gefühl, da könnte noch irgendwie was dazukommen. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu einfach. Und was könnte geiler sein als ein Piano? Okay, gefällt mir schon ganz gut. Jetzt würde ich mal hier kurz so ein bisschen noch, ja, kurz wenigstens einen Kompressor auf die Summe packen, um einfach
das ein bisschen zu gluen. Standardmäßig nehme ich hier meistens den Townhouse. Okay, und dann machen wir hier noch ein kurzes Arrangement, obwohl ich gerade, wenn ich hier so Beat-Skizzen baue, eher Skizzen mache und dann später ein Arrangement, weil ich immer das Gefühl habe, es ist irgendwie geiler, mit dem Künstler dann hier das auch auszuarbeiten. Deswegen sind meine Beats meistens nicht so richtig arrangiert. Aber für den machen wir mal hier sowas Kleines, Kurzes wenigstens. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, dann lass doch gerne deinen Daumen hier natürlich nach oben im Idealfall. Falls du es noch nicht getan hast, lass auch gerne ein Abo hier und drück auf die Glocke, weil du weißt, dann wirst du informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn du Vorschläge hast, wie dieser Beat noch geiler werden könnte oder wenn du Bock hast, darauf zu rappen oder irgendwas auch immer dir einfällt, was du schreiben möchtest, dann schreib es gerne unten in die Kommentare und ansonsten heißt es, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.